Das heißt, neue Basis hier für Moon, das heißt 4-Base Zerg gegen 2-Base Protoss, und ich denke auch der Protoss-Spieler hat jetzt hier sogar schon die nächste Basis im Auge. Und da sieht er gerade, eiskalt, der Zergling von Moon hat echt solche Eier. Und da wollte er versuchen mit der einzelnen Firmalenz. Oh, da kam der Observer, eiskalt mal gemacht. Miss Attack Level 2, Midi Attack Level 1 im Auftrag. Sehr interessant, und wir sehen auf jeden Fall Moon mit dem Chris Reds unglaublich gut. Also er ist ja wirklich richtig stark dabei. Wir haben ja neben July auch noch einen anderen starken Spieler hier als Moon, als sehr starken Zerg-Spieler. Das wäre natürlich dann ein super Matchup im Finale, wenn dann wirklich Moon gegen July spielen würde. Das wäre natürlich sehr, sehr krass. Beide enorme starke Zerg-Spieler, creep mir erstmal die gesamte Karte kurz an zu. Wäre natürlich sehr interessant. Und gerade zwei Accounts sehen auch für Upgrades, vor allen Dingen auch, damit die Upgrades freigeschaltet werden für die Bodeneinheiten. Und wir sehen bei Moon gerade 50 Supply-Vorteil und er ist auch im Army-Supply gerade wesentlich weiter vorne. Also er gerade hier gut mit dem Fokus in der Hand. Und da vorne kommen die Linge rein. Meine Fresse. Corrupter werden gerade massenhaft gebaut. Gucken wir mal eben, wie viel Harvester drauf hin. 9 Workers Kill, das hat ganz schön reingezogen gerade. Und da vorne Engagement hier mit den Roaches. Snipen kurz einmal die Cannon raus. Das war gut. Und wir haben insgesamt gerade schon 3 Corrupter sind da. Und da kommen noch 6 weitere. Also jetzt hier richtig hässlich für die ganzen Kolossi. Für Naniba. Da muss er echt aufpassen gerade jetzt hier. Und Naniba macht einen großen, großen Fehler. Er lässt den Zerg machen, was er will. Ihr könnt den Creep-Spell sehen. Überall ist Creep. Es gibt keine Ecke, wo keiner gerade mehr ist. Die Hälfte der Karte ist schon für ihn. Und der beginnt auch gerade jetzt hier gerade die Basis voll zu creepen. Einfach nur, damit er das blocken kann. Und das ist ganz, ganz übel gerade jetzt hier für ihn. Flying Attack Level 1 im Auftrag sogar noch jetzt hier für ihn. Also er hat so viel Gas und so viel Income, er kann sich einfach alles gerade leisten. Währenddessen hält er dann lieber gegen mit dem Blink-Upgrade. Aber ich glaube nicht, dass das reichen könnte. Er kommt sofort die Hydra denn sogar noch. Interessanterweise. 2 Changelinge mit drinne. Und da oben gibt es Engagement hier. Und hier kommt die Corruptor rein. Da machen sie Corruptibility und hauen mal kurz an die Eis kaputt. Ein Kolossi fällt hinten, die Roche machen einen guten Job, aber die Stalker hier, Fokus erstmal schön, die Corruptor raus. Aber ein, zwei, der geht raus, der dritte ist, oh, der dritte Corruptor fällt, der Kolossi fällt, meine Fresse. Und jetzt hier der vierte auf den Tablett serviert und da kommen die Roaches an zu down, der Roach. Die Roaches machen auf den vierten Kolossi down, meine Fresse. Und sofort droppt hier Moon enormen Supply runter. Da werden Zeddes reingeworbt hier. Nur um die Rote zu blocken. Und jetzt haben wir gerade Linge im Auftrag. Moon ist im Rage-Modus gerade. Da graben sich die Rote einmal quer rüber. Haben die Gräber klauen, können sich regenerieren. Meine Fresse, wie krass es gerade hier abgeht. Er ist dabei. Will in die Main Base. Und die Stalker blocken gerade, was das Zeug hält. Da vorne der Overseer mit dabei. Da hinten ist der Kolossi. Und die Roaches sind in der Mainline. Die Roaches sind in der Mainline. Da kommt dann der einzelne Observer raus. Bin ich mal gespannt. Was machen sie? Da vorne die Roaches sind dabei. Snipen den Nexus gerade. Moon im Rage-Modus immer noch engaged. Und da vorne gibt es neue Opfer von Probes. Und der Nexus hier hat gut Schaden bekommen. Oh mein Gott. Moon, so viel Schaden gerade. Income enorm gedroppt gerade. Workers killed. 18 Worker killed gerade jetzt hier auf Seiten von Moon. Hat er gut gemacht. Die hier 19 Worker killed. 20 Worker jeden Augenblick wahrscheinlich. Macht er noch die 20 voll? Nein, gerade nicht, aber Income Tape spricht eine deutliche Sprache. Doppelt so viel Harvester auf Seiten von Moon. Und erneut der Go. Die Linge räumen ihr das Trade hintenrum auf. Hier vorne, neue Roaches dabei. Nimmt die fünfte Basis gerade. Hier sogar eiskalt noch drin. Und die Linge strömen herbei. Meine Güte, Naniba, was ist gerade Phase? Zweier Panzerung. Und Rage Upgrade für die Hydras. Zweier Flugwaffen im Auftrag. Oh mein Gott, Infestation Bit, da kommt man sicherlich bald auf Hivetech, um dann das Crackling Upgrade. Da sind die noch gefährlicher als sonst. 30 sind Linken gerade im Auftrag. Und er kann sich leisten gerade. Army Supply, checken wir eben gerade. Ist aber Moon gerade hinten. Er wastet gerade enorm viele Linge. Oh mein Gott, Income Tap. Sehen wir gerade jetzt hier. Droppt immer weiter gerade. Jetzt hier ist unglaublich, was gerade hier auf uns zukommt. Gucken wir mal, ob die Workers killt. 37 Workers killed. Das ist nicht mehr normal. Hier unten die Roaches machen auch gerade nochmal gut Schaden hier am Nexus, aber kann gerade auf jeden Fall denen lieber gerade nicht wirklich kratzen. Gibt es hier ein, zwei Firmalands, dann gehen die auch jetzt kurz an down. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Jetzt kommen die nächsten Mutalisten aufs Spielfeld. Da vorne werden nochmal kurzerhand hier mit den Firmalands jetzt die Roaches versucht kaputt zu machen. Und da haut er gerade seine eigene Einheit kaputt. Wahnsinn! Also, jetzt hier oben die Linge wieder dabei. Die Mutalisten fliegen mal quer rüber. Guck mal, was jetzt gerade Phase ist. Die Roaches bahnen sich ihren Weg. Also jetzt hier überall Einheiten von Moon. Er hat die gesamte Karte. Moons Vision ist die gesamte Karte, kann man sagen. Und erneut hier der Go ist hier vorne. Da werden dann mal die ganzen Linge rausgezogen. Die haben natürlich keine Chance hier mit dem Observer hinten dran, der sich hier irgendwo befindet. Wenn ich ihn sehen würde, würde ich ihn euch zeigen. Ach, da ist er ja.
Und wir sehen hier vorne wieder, die Roaches gehen nochmal zurück. Jetzt hier auf jeden Fall ganz klar 2-2 läuft durch. Dann müsste bald auch der Hive-Tag kommen. Hat, wie gesagt, die Infester auch gleich ready. Könnt sie auch gleich bauen. Macht's aber erstmal nicht. Wartet erstmal eine Runde ab und macht es hier Mars Spinecrawler. Jetzt macht er das Supply voll. Dann wird er gleich wahrscheinlich auch hier Mars canceln, damit er mehr auf mehr Supply kommen kann. Und wir haben den Hive-Tag. Der Hive-Tag ist incoming. Endlich kommen dann auch gleich wahrscheinlich die Cracklinge hier vorne, werden die letzten Roaches aber rausgesniped da vorne, warten aber schon wieder neue darauf, jetzt hier kaputt zu machen. Army Supply technisch ist der Protoss-Spieler vorne. Und der hat noch gut Supply, um sich hier aufzufüllen. Der Colossi kommt gerade. Zweite Forge im Auftrag. Flying Attack Level 2 ist gerade durch. Und da muss Moon aufpassen. Moon engaged hier mit gerade zu viel hier. Wasted gerade sehr viele Zerg-Units. Hat überall gerade Einheiten am Start. Und der will den Nexus hier haben. Unglaublich. Hive-Tech bei 50%. Neue Roaches hier von der Seite von oben. Gerade neues Engagement hier. Nimmt jede eine mit, die er kriegen kann. Erneut jetzt hier zurückgeschlagen. Aber und die Mutas. Oh mein Gott. Die haben bereits 2-0. Die machen schon 11 einfach mal. Das ist schon nicht mehr gut, was hier kommt. Da müsste ein Guardian Tree kommen. Aber lieber Fendt gerade hier. Aber Marsstalker, kläre die Sache ab. Nehmen nochmal 1-2 Mutas hier mit. Sehr schön gemacht hier von den Niva. Kann da gut ist hier auf jeden Fall Schaden austeilen. Aber die Roaches wieder mal drin, erneut hier Harassment zu 49 Worker Kills zu 0. Meine Fresse. 50 Linge am Start, plus 5 Mutalisten. Jetzt wird langsam richtig hässlich hier für den armen Protoss-Spieler. Hive-Tech ist gerade jetzt durch. Und wir haben 2000 Gas, da könnten gleich jetzt hier Mars-Upgrades kommen. Und da bin ich gespannt, kommen sie die Mars-Upgrades oder nicht. Erneut hier, die einzelnen Einheiten. Moon dabei ist hier auf Max-Supply. Er hat enorm viel, was er gerade verteidigen kann. Neue Units laufen gerade herbei. Das sind einfach mal 50 Linge, die kurz an die ankommen. Da müssten sofort das Crackling Upgrade kommen. Das bräuchte ihr auf jeden Fall gerade jetzt hier. Und wir sehen, die Linge spielen einfach mal gerade wirklich jetzt die Katze im Ohr mit dem Protoss Ball. Ganz klare Sache hier. Moons of Max Supply. Da kommt Flying Attack Level 2. Da kommt das Crackling Upgrade, was ich so erwartet habe. Das braucht zwar ein bisschen, aber ihr könnt trotzdem noch hier einzelne Einheiten pushen. Hat noch ordentlich was dabei. Da kommen die 3 Upgrade für die Linge. Und da kommt das Nidus Network. Oh, Nidus ihn tot, mein Freund. Moon auf jeden Fall gut dabei jetzt hier. Hat jetzt enorm die Hand. Und wir sehen gerade mal, dass wirklich Naniba auf 2 Base rennt. Da vorne aber gerade kommt das Engagement hier. Naniba macht den Rage-Modus. Kehrt gerade das Spiel um. Aber da kommen die Linge an. Die Mutas machen den guten Job hinten. Aber können die Einheiten noch rankommen. Machen die Mutas fokussen gerade alles auf, was rauszufokussen geht. Die Kolosse kriegen hier gut scharf von allen Einheiten, von allen Seiten. Da kommen Ling, Muta, Only. Da kommt nichts anderes raus. Und Moon kann ihn einfach damit komplett überrennen. Meine Fresse, Naniba droppt auf unter 100 Supply, gerade jetzt enorm Problem für ihn, er hat kaum noch mit rein an der Expansion, Mainline, Outline, hier vorne ist nicht mehr allzu viel, also jetzt wird's hässlich für ihn. Und da muss er aufpassen, gucken wir eben mal, Workers Kills, immer noch 0 zu 70, what the hell ist denn gerade bitte hier los? Neue Zerglinge wieder dabei und Moon kämpft sich gerade einfach mal darum, sofort ihn kaputt zu machen. Nein, das Network incoming und zwei hier unten davon, sofort der Zillet hier. Arbeitet jetzt hier erstmal gegen die 200 Leben. Könnte sogar gut jetzt hier die Chance haben. Oh, und es geht down. Kommt nichts raus für ihn. Keine Chance auf jeden Fall jetzt hier. Er könnte noch Neues bauen. Nein, ein Nice. Oh, er schreibt GG. Er hat es eingesehen. Keine Chance für Naniwa. Ohne Mist. Er hatte keine Chance gerade in diesem Spiel. Er hat es nicht geschafft, irgendwie auf 4 Base zu kommen. Meine Fresse, ist der Moon stark. Und da und Hack hat wohlgemerkt gegen Moon gewonnen. Meine Fresse, da bin ich echt gespannt, was auf uns zukommt. Wie gesagt, jetzt Match Nummer 2. Wir gehen direkt rein. Bis dahin, gehabt euch wohl.